So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Advance Wars und wir gucken, was Co. Sturm uns so zu bieten hat. Er nimmt erstmal das Gebäude ein, okay. Das heißt, er könnte ab nächster Runde Schiffe bauen, er gibt aber sein Geld erstmal anderweitig aus, so wie das ausgesehen hat. Was ich ziemlich gut finde. So, erstmal zeigen wir allen, dass wir natürlich Max sind. Das heißt, wir können auch ein U-Boot mit einem U-Boot kaputt hauen. Anders als das bei den meisten anderen Charakteren der Fall wäre. Dann kümmern wir uns zuerst um dieses dort. Genau, wir können dahin oder dahin. Ja, wir warten einfach da inmitten der Schutzlosigkeit. Gehen mit dem dahin. Mit dem dahin. Und werden das hier nicht ganz schutzlos lassen, oder? Warte mal, wie viel haben wir denn? 20.000. Ja, wir hauen den da mal kaputt. Also nicht ganz kaputt, sondern nur so ein bisschen an. Den hauen wir mal ganz kaputt. Ja, das machen wir. Hauen ihn kaputt. Wir hauen. Warum sing ich? Mensch, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin heute irgendwie nicht so musikalisch, habe ich so das Gefühl. Wie viel bekomme ich? Status? 13, 12.000, so. Das heißt, ich müsste für ein Schlachtschiff 16.000 übrig lassen, das heißt, ich könnte nur 4.000 ausgeben. Das ist doof. Noch ein Kreuzer brauche ich nicht, ein L-Boot brauche ich nicht, ein U-Boot brauche ich. Ich brauche ein neues U-Boot. Ich kaufe mir jetzt ein U-Boot, weil ich dann nämlich versuchen will, den hier zu blockieren, so lange wie möglich. Verdammt. Und er hat einen Kreuzer gebaut. Natürlich, natürlich. Was auch sonst? Warum habe ich hier eigentlich zwei so eine Einheiten drin? Ne, ich weiß es nicht. Tauchen. Holen wir den vom Himmel. Genau so. Wenn er nämlich keine Flugzeuge mehr hat, können wir in Ruhe Flugzeuge bauen. Ja, ich weiß, das wird eine Runde zu lange dauern, aber das ist in Ordnung. Alle Gebäude, die wir haben können, nehmen wir erstmal mit. Ist irgendwie so eine dünne Besiedlungssituation zurzeit. Das ist relativ viel freier Wohnraum vorhanden. Nee. Was? Eins runter, zwei runter, dann wird der drin, oder? Ja, dich schicken wir erstmal zurück, weil er hat ja jetzt keine Lufteinheiten. So. Okay, du kannst bis dahin alles kaputt hauen, okay? Je nachdem, wo jetzt sein Kreuzer eventuell auf Patrouille gehen mag, oder ob er auf Patrouille gehen mag, das weiß man ja nie. Ja, sehr schön. Wenn er jetzt nämlich nichts baut, aber er wird wahrscheinlich ein L-Boot bauen, um den Slot zu bewahren. Ansonsten kann ich mich ja da reinstellen. Sehr schön.
könnte mich Tatsache da reinstellen. Was würde ich denn da an? 39, okay. Gucken, ob das funktioniert. Warten. Dann dürfte er mich rein theoretisch erstmal nicht sehen. Und ich muss natürlich trotzdem Schlachtschiffe bauen. Ich habe übrigens meine Mute-Taste gefunden. Ich bin voll stolz auf mich. Ich brauche da oben irgendwas zum Verteidigen, wenn er versucht, mich da anzugreifen, was er auf jeden Fall tun wird. Ein neues Gebäude für uns. Ich denke, dass hier eine Flaggeinheit reichen wird mit Vulkankanone. Hat die dahinter gestellt. Okay, wie weit reichen die? Naja, nicht weit genug, ne? So, das ist eins. Wenn wir hier auf Stellungskrieg aus sind, dann kann ich das gerne machen. Dann solltest du nur darauf vorbereitet sein, zu verlieren. 42 Schaden, 91 Schaden. 91 Schaden klingt gut. Okay, jetzt könnte ich meine Spezialgabe, meine Gabe einsetzen. Aber warum sollte ich denn? So, die schicken wir weiter zurück. So. Dann würde ich mal sagen, einfach weil es so schön ist, bauen wir hier einen Raketenwerfer, genau. Ja, ich könnte vielleicht doch, hätte ich doch nutzen können. Er hat nämlich noch einen T-Heli. Einen T-Heli. Aber der bringt ihm ja nicht viel. 152, ach ja. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Und da er nichts in der Nähe hat, gibt es jetzt Fresschen. Fressi, Fressi! Die Vulkankanonen haben seinen Verband da erstmal aufgerieben. So, ich weiß jetzt nicht, ob er dort meine Einheit angreifen kann. Ja, doch, kann er, weil ich direkt auf seinem Gebäude stehe, sieht er mich. Okay. Wir sind aber nicht besiegt aufgrund der hohen Deckung, die wir haben. Und wir haben ihm für mindestens zwei Runden die Möglichkeit genommen, dort was zu bauen, das ziemlich gut ist. Das werden wir ihm da oben übrigens auch austreiben. Erstmal nehmen wir hier das Gebäude ein. Dann werden wir hier Grenzgänger spielen. Dann... So. 86%, okay. Ah, schade. Das hätten wir mal schön geschmeidig gestalten können. Das tut mir jetzt fast leid. Finde ich, das ist ja fast eine Verschwendung. Bam. Jetzt werden wir ein bisschen Sprit verschwenden. Denn wenn ich die vorziehe... Okay, wir werden keinen Sprit verschwenden. Doch. Wie weit reichen die? Der reicht nicht bis dahin, der reicht bis dahin. Naja, das können wir in der nächsten Runde trotzdem ihm ein wenig zu Lasten legen. So. Können wir auch ein bisschen Benzin sparen, was uns zwar nicht viel bringt, aber egal. So, über unseren Hafen drüber gefahren. Du wirst nicht unseren Hafen einnehmen. Du nicht. Das wäre dir wohl lieb, doch ich sag dazu nein.
Wir können bald Bomber bauen. Oh. Ich überlege gerade, was ein Bomber wohl mit Maximum an seinem schönen Kreuzer anrichten könnte. Und es dann mit einem Elbow zu sperren. Also erstmal hauen wir ihm das da weg, weil das braucht er eh nicht mehr. Hat ja keine Lufteinheiten. Also noch nicht, aber. So. Der käme sogar bis da drüben durch. So ein Kriepe. Dafür besetzen wir ihm erstmal seine Landezone. Das war auch schlau. Ich hätte das da hinsetzen sollen, dann hätte er den nicht erreichen können, oder? Kann er den immer noch erreichen? Ja. Natürlich, natürlich. Ach du, wenn ich sowieso nichts anderes erreichen kann, dann tschüss. Sollst nicht immer meine Einheiten versuchen meine Gebäude versuchen einzunehmen. Wer von euch hat eigentlich Advance Wars gespielt früher? Damals auf dem Game Boy Advance. Man hat ja immer so seine schicken Erinnerungen an die Spiele. Und ja, der eine, ich sag mal so, schönere, der andere nicht ganz so tolle oder so. Ich finde Advance Wars und Advance Wars 2 sind so Spiele mit richtig viel Erinnerungswert. Wahrscheinlich, weil man einfach dazwischen relativ viel ja, machen kann, sozusagen. Durch dieses rundenbasierte Prinzip. So, du gehst erstmal zurück in die Reparatur. Du glaubst jetzt auch mal in die Reparatur. Ich habe gerade genug Geld übrig. So, was bauen wir denn am schlechtesten? Schlachtschiff. Einfach Schlachtschiff. Wie viel bekommen wir mittlerweile? 18.000. Sollte für eine Weile reichen. Was uns natürlich nicht daran hindern wird, noch mehr Gebäude zu versuchen einzunehmen. Das war klar. Die Frage war nur, war das schlau von ihm? Okay, das war definitiv schlau. Ich möchte den ja eigentlich gern in Zahlung geben. Aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Aber wenn wir da hingehen. So, ja, ich weiß, wir begeben uns da gerade in Schussreichweite und so weiter. Lava, Lava, Sülzrababa. Ich staune, dass er mich das hat einnehmen lassen, ohne Widerrede. Finde ich echt knorke von ihm. So, jetzt kann er das dann nicht mehr in seine Ziele aufnehmen. Das heißt, wir könnten, ach, wenn wir noch 200 mehr hätten, einen Bomber bauen, der seine Truppen etwas zerfetzen könnte. Dann bauen wir halt Flachs. Das ist doch ein Klacks mit dem Flachs.
Okay, auch er hat eine relativ große Offensivstärke, wie mir scheint. Allerdings nicht mit der Schwäche von Max in einem Fernkampf anscheinend. Was ich etwas traurig finde. Okay, 102% Schaden. Das nenne ich doch mal einen Plan. Ja. Wir bauen dort noch ein Schlachtschiff rein. Können wir ihn hier so ein bisschen ärgern. Da können wir ihn noch mehr ärgern. Und du bist jetzt erstmal unnütz. Das heißt, du darfst im Hafen warten. Jetzt greifen wir sinnloserweise einfach sinnlose Einheiten an. Weil wir es können. Einfach nur deswegen eigentlich, ja. Ja, einfach nur, weil wir es können. Und weil sie sich nicht wehren können, zum größten Teil. Was ich finde, schon genug Grund ist. So, 14%. Das ist jetzt natürlich nicht viel. Wir haben jetzt insgesamt drei Teileinheiten sozusagen weggemacht, aber das ist schon in Ordnung. So, jetzt steht der nämlich auch in der Reichweite. Kann ich den jetzt noch in Zahlung geben? Ne, bringt ja nichts, brauche ich ja auch gar nicht. Ja, dann bring den mal zur Reparatur. Was wir alles reparieren lassen, ist ja. Oh ja, die Taste wollte ich eigentlich gar nicht benutzen. Wir schieben schon seit Ewigkeiten unsere Gabe auf und haben noch keinen guten Zeitpunkt gefunden, sie einzusetzen. Und ich bin erstaunt, wie viel Fernkampfeinheiten ich im Einsatz habe, wenn ich da bedenke, dass ich mit Max spiele. Aber gut. Gucken wir mal, was wir von den Bergen aus machen können mit dem. Okay, Max. Ich würde sagen, du darfst. Wenn du auch nicht viele Einheiten gerade hast, du darfst mal wieder deine Gabe einsetzen. Maximum. So, und zwar als allererstes darfst du da angreifen. Haben wir das gerade richtig gesehen? 268%. Das war etwas viel. Auch hier 97%. Nicht schlecht für einen Kommandanten wie Max im Fernkampf so viele Prozente zu erreichen. 80%. Schwache Fernkampfeinheit. Vergisst es. Wir machen hier alles platt. Wir machen sogar da 25% Schaden. 25%! Max, hier spricht der Schaden. 25% wäre allerdings nur noch 7. Aber das wollen wir ja keinem verraten. Jetzt müsste er rein theoretisch auf 5 runterkommen. Auf 4 sogar. Sehr schön. Da hat er jetzt doch schon noch ein paar Angebrochene mitgerechnet. So. Egal. So, 79%. Sollten mehr als genügend sein, um ihn dann mit dem nächsten Schlag erstmal ein wenig fertig zu machen. 68 sollte auch da reichen, um ihn noch ein wenig in der Werkstatt zu halten. Ja. 81% Schaden. Hätte auf jeden Fall sonst nicht gereicht.
trotz des Deckungsvorteils. Ja, hier sollten wir vielleicht noch da oder halt nach hier hinten. Was eine ziemlich gute Idee wäre. Wir könnten hier mal eine Landungstruppe zusammenstellen in der nächsten Runde. Von zwei Panzern. Wie weit kann er denn hier abdecken? Bis dahin. Okay. Das heißt, wenn wir da landen würden. Ja, wir müssen gucken. Können wir da und da absetzen. Oder wir schlagen uns hier durchs Hinterland. Ja, das wollte ich nicht, aber gut. Ah, Sturm hat keine Kogabe hier anscheinend. Das ist doch nützlich. Und die hat er fast alle runtergefegt. Flachs sind schon nützliche Geschöpfe, wenn man in den Nahkampf gegen Fußeinheiten gehen will. So, da ich gucke aber gerade auf die Zeit und würde sagen, das reicht auch erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Advance Wars. Bis dahin und tschüss.